Also kein Luxusproblem, sagt sie, sondern ein erlebt existenzielles geradezu. Werden junge Menschen also gerade traumatisiert? Ist ihre Jugend wirklich verloren? Bei uns ist der Psychologe, Coach und Journalist René Träder. Guten Abend, Herr Träder. Hallo, Herr Wiebrecht. Grüße herzlich. Also Gefühle kann man ja nicht wegerklären. Da hilft es ja nicht, wenn ich mir selber sage, das geht irgendwann vorbei. Was also tun? Ja, man muss natürlich positiv auch in die Zukunft schauen. Und das Radikale ist ja gerade, dass diese Corona-Maßnahmen, die Situation in eine Zeit kommen, wo man als Jugendlicher eh schon sehr belastet ist. Also wir wissen aus der Psychologie, dass es die höchste Wahrscheinlichkeit einfach hat, an einer psychischen Erkrankung zu erkranken, wenn man ein Jugendlicher ist oder ein junger Erwachsener ist, weil man noch nicht so viele Strategien hat, mit den negativen Dingen umzugehen, mit Problemen umzugehen. Das muss man erst erlernen mit der Zeit. Und die Jugend, da verändert sich eh alles. Der Körper verändert sich, die zwischenmenschlichen Beziehungen verändern sich. Und nun kommen auch noch diese ganzen Corona-Maßnahmen dazu. Helfen ja kluge Ratschläge wie, also Oma hat es im Krieg noch schwerer gehabt, nach dem Krieg hatten wir gar nichts. Wir konnten damals noch nicht mal fliegen mit den ganzen Billigfliegern. Also mein Eindruck war, das verfängt nicht so ein Ratschlag. Ja, Ratschläge helfen ja meistens eh nicht. Und wenn ich jetzt einen Ratschlag geben müsste an Eltern, dann würde ich eher sagen, schaut doch mal, wie ihr in Kontakt kommt mit den Jugendlichen. Und ich glaube, wir haben gerade eine große Chance, weil wir Erwachsenen sind ja auch von den Maßnahmen betroffen. Wir können nicht in den Urlaub fahren, die Arbeit verändert sich. Wir haben Ängste auf die Zukunft bezogen und die Jugendlichen genauso. Und da eher ins Gespräch kommen und Parallelen zu suchen. Ja, wir wissen ja alle, dass das Leben kein Ponyhof ist und wir alle wie Tiger im Käfig rumlaufen. Aber das ist hier ja gerade die Meisterklasse, die man hier errangen muss, um sich selbst zu managen. Und das sind alles Anfänger in gewisser Art und Weise vom Alter her. Also inwieweit muss ich das berücksichtigen? Also auf jeden Fall berücksichtigen. Als Eltern sollte man nicht denken, Mann, jetzt sei doch nicht so frustriert. Du hast ja eine Heizung und ein gutes Essen bei uns. Sondern das sind auch wirklich keine Luxusprobleme, würde ich auch sagen. So wie die Frau in dem Beitrag das gerade gesagt hat. Sondern in der Jugend wollen wir eben neue, stabile Beziehungen aufbauen mit anderen Menschen. Das geht gerade nicht so gut. Wir wollen ausbrechen aus dem Elternhaus. Wir wollen uns selbst entdecken. Wir wollen die Welt entdecken. Und das sind ganz wichtige Phasen im Laufe eines Lebens. Wir haben da gerade Frustration an der Grenze zur Verzweiflung gesehen. Muss ich das einfach aushalten, im Sinne von jetzt beiß mal die Zähne zusammen. Also wie gehe ich damit um? Also Emotionen haben immer zwei Funktionen. Die wollen uns auf etwas hinweisen und die wollen uns zum Handeln motivieren. Und der Frust, der weist uns darauf hin, dass irgendwas gerade nicht in Ordnung ist und gibt uns die Energie, etwas anders zu machen. Und Krise heißt immer, guck doch mal, ob es auch anders geht. Sei doch mal kreativ und verändere irgendwas in deinem Leben. Ich kenne Zehnjährige, die nicht mehr aus dem Bett wollen, weil sie deprimiert sind, weil sie ihre Freunde nicht sehen können. Also wann ist quasi Rotalarm? Wann muss ich als Elternteil was unternehmen und was kann ich als Jugendlicher unternehmen, wenn es mir wirklich schlecht geht, ich depressiv bin? Also als Eltern lohnt es sich immer, in Kontakt zu sein mit den Kindern und Jugendlichen. Man kann zum Beispiel den Kids auch empfehlen, sich an Internetportale zu wenden. Jugendnotmail, U25 und Nummer gegen Kummer sind ganz tolle Adressen, wo man sich als Jugendlicher, als Kind beraten lassen kann, kostenlos und anonym. Oder man kann eben auch schauen, ob es vielleicht auch Zeit ist für eine Psychotherapie, wenn man nämlich merkt, die Belastungen sind so groß und vielleicht sind es auch eher alte Monster, die jetzt anklopfen bei den Kids und sich deutlich machen, weil Corona ist wie so eine Lupe. Corona macht viele Belastungen größer. Und das sollte man ernst nehmen. Die Krise zur Selbsterfahrung nutzen, vor allen Dingen aber zum Ausbau der Empathie. Ne? Weniger Ratschläge, mehr Mitgefühl. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne.